erzähl mal irgendwas. Meine Nase läuft. Oh wow, watch out. Ja, du hast dich gerade erwischt, als ich die Mutter wieder ausgemacht habe. Die Mutter? Ja, die Mutter. Als du die Mutter wieder ausgemacht hast. Mhm. Das wäre echt geil, wenn man bei der Mutter so einen An-Ausschalter hätte. Oh, cool. Oder generell, wenn du deine Mutter fernsteuern könntest. Oh, cool. Die würde dann niemals die ja steuern meckern. Bei den. Und die würde niemals Nein sagen. Nein! Kannst du mal bitte da bleiben? Ich will dich nicht mitnehmen. Nein! Bäm. Alter, wo fliege ich eigentlich hin? Ja, ich finde ja auch gerade keinen Weg. Wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, ich habe jetzt endlich mal 2. Komm, halt dich dran. Ich habe gerade Nummer 5 und Nummer 6 an mir hängen. Ich habe... Ja, Nummer 5 und Nummer 6. Ah, nein! Nummer 6 hat sich wohl mal gedacht, hey, nö. Ah, Nummer 6 ist eingepackt. Nein! Nein! Babababam. Nein, ich bin tot! No! Oh, stimmt, wieder von vorne anfangen. Ja. Oh nein. Ach du Scheißding. Ah nee, du musst nicht von vorne anfangen. Nö. Gott sei Dank nicht. Nur diese Drecksdinger sind dann wieder da. Ja, ich weiß. Oh ja, ich sterb gleich schon wieder. Schön. Ich bring dir jetzt erstmal nur Nummer 5 nach Hause. Alter! Aber es ist echt geil, dass wir uns beide gleichzeitig dann drüber aufregen können. Ja, gell? Das ist echt schön. Das ist entspannender, als wenn ich alleine einfach nur hier wäre und jemand würde mich auslachen. So wie Waylo es immer tut. Ich finde das hier viel cooler. Auch wenn man meins leider nicht sieht, was ich echt cool finde. Wenn man beide sehen würde, aber... Ja, Splitscreen wäre echt super, aber... Das funktioniert leider nicht, da ich am Gameboy spiele. Ja, und du, ich sag mal, keinen PC besitzt. Nein. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, hä, wie skypen die denn? Nicht übers Handy. Nein, Handy ist scheiße. Ja, für so etwas gibt es andere Mittel und Wege. Ja, iPad. Aber ja, kauft euch niemals Apple. Das ist wirklich logisch. Aber trotzdem, kauft euch niemals Apple. Wenn ihr euch etwas von Apple kauft, dann kauft euch alles. Weil wenn man nur eine Sache davon hat, ist es scheiße. Nee, kauft euch gar nichts von Apple. Apple ist so kacke. Einfach gesagt. Ich habe Nummer 7 und 8 an mir hängen. Oh, Nummer 8 hat gerade Nein gesagt. Hörst du, wie es Nein ruft? Und eigentlich müsste ich mich mal fertig machen. Ja, Schatzele bekommt nämlich gleich noch Besuch. Mhm. Scheiße. Aber vielleicht kann Mama ja auch sie abholen. Weißt du? Das wäre... Müsste ich aber mal nachfragen, dann könnten wir nämlich noch eine halbe Stunde länger aufnehmen. Yay! Ich will auf jeden Fall nur hier die Mission gerade mal schnell fertig kriegen, irgendwie. Ja, ich mache auch die Mission hier noch fertig und dann gucke ich mal. Ah, fuck! Dann frage ich dann Mutter mal. So, jetzt habe ich noch einen. Oh Mann, wie geht dieses scheiß Stromding auf? Du musst den Schalter aktivieren, dann geht das aus. Ich hab den doch aktiviert. Da ist ein roter und ein blauer Schalter. Ah, noch ein blauer. Okay. So, der blaue Schalter ist knapp drunter unter dem roten. Hm. Hier ist nichts mehr. Ich finde es übrigens immer noch ziemlich strange, dass wir hier mit einem Pinguin rumfliegen. In einem nicht sehr pinguingerechten Biom. Mhm. Das ist irgendwie lauter Honig an Wänden. Ah, hier. Irgendwie habe ich mich verirrt. Ich habe mich auch gerade verirrt, glaube ich. Hä?
Ich habe mich tatsächlich verirrt. Wo bin ich hier? Ich bin durch dieses rote Beamteil durch und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-ba-bam. Bam. So, 7 und 8. Ich sagte 7 und 8. Ich hab 9 schon drin. Ich suche gerade Nummer 10 und da ist eine Ananas. SpongeBob, bist du's? Sag ich doch, der SpongeBob, komm raus! Okay, ich bin wieder zurück bei meinem Zelt, aber irgendwie wollte ich da nicht hin. Oh, Leute, ihr seid schwer. Ah, jetzt habe ich mich selbst gepiekst an der Decke. Na, oh, das ist mir eben schon so oft passiert. Das ist richtig belastend. Ich habe das noch nicht gehabt. Nein. So, angekommen. Mir fehlen jetzt noch zwei. Hey, ich weiß, wo der eine ist. Jetzt geh rein, du Blödfisch. Das sind keine Fische. Aber der ist Fisch. Touché. Ich hab die Mission fertig. Ich noch nicht. Ich muss noch. Dann geh ich gerade mal meine werte Frau Mutter fragen, ob die sie abholt. Die Frau Mama. Ja, die Frau Mama. Ich denke, ich kriege es so lange alleine hin. Okay, bis gleich. Bis gleich. Und ich werde dann erstmal einfach tighter weiter hier durchfliegen, in der Hoffnung, dass ich nicht sterben tue. So, vielleicht hier rum. Ah, hier sind noch Dinge. Okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder zu dieser einen anderen Tür finden. Wo war die denn? Ich glaube, die war hier rum. Tür, warst du hier? Die müsste doch jetzt hier links sein irgendwo. Ja? Aha, gefunden. Kann ich jetzt hier nach oben weg? Nein. Schön dran hängen bleiben, Kollege. So. Wenigstens sind die ganzen Schießedinger jetzt weg. Dann kann ich hier jetzt ganz einfach durch. Und geschafft. Ah, der letzte Soldat. Gut gemacht, Sir. Können Sie diese Schlüsselhefte, die wir gefunden haben, zu Spyro bringen? Klar, jetzt geht es. Ich will besser wieder zu dem Luftschiff, wo ich Sprax zurückgelassen habe. Jawohl. Dackel, dackel, dackel. Danke, dass du die Stellung gehalten hast, Sparks. Gib Sparrow diese Schlüsselhälfte, aber zack, zack. Yes, Sir! Bibeln-Oasenbereich. Da scheint eine Hälfte. Wir haben beide Hälften der Schlüssel. Jetzt können wir grüne Truhen öffnen. Grün, 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 grün. Dinge! Das ist eine kleine Steintafel, in die etwas eingeritzt ist. Wahrscheinlich ein paar alte Touristenwitze. Ahahaha, lololol. Okay. Hi! Tütengark, ich hab's geschafft und ich hab den grünen Schlüssel. Hype! Grüner Schlüssel, yay. Hype! Schreibt's in die Kommentare, Hype! Yay! Und ich muss jetzt in 10 Minuten fahren. Okay, ich würde dann mal sagen, wir machen dann hier Schalus. Wir können noch 5 Minuten machen. Oh nö. Okay, willst du nicht mit mir spielen oder was? Ja doch! Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. La 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 la. Das ist so grässlich, das Lied. Das ist so grässlich. Besonders, weil wir so wunderschön singen können. Ah, ich bin rot. Ich bin rot vom Wut. Die wollen mich alle in sich reinziehen. Danke. Alle in deinen Bann. Ne, ich bin woanders. Ich bin jetzt bei Geldsack rein. Ich habe hier bei Yvette gerade diesen Aggregator angefahren. Fahr mit dem blöden Ding zum, Gepardenpunkt-Club. Der Gepardenpunkt-Club. Ich liebe die, diese Dinger. Okay. Ich fühle mich wie in einem riesigen Tresor von Geldsack. Du bist halt sehr wertvoll. Ich muss man in einen Tresor einsperren. Ja.
Eindeutig. Weil du bist unbezahlbar. Schwul. Aber bin ich tatsächlich? Das hättest du mir nicht sagen brauchen, Alter. Ich empfinde ebenso. Nee, ich empfinde auch so. Für mich. Nein, du bist viel wertvoller als ich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Da werde ich ganz rot vor Wut. Ja, ich bin auch schon ganz rot. Hey, warum bist du auch rot? Weil ich gerade rote Dinge am Einsammeln bin. Ja, ich auch. So viel zum Geil, Thema, wir wollten aufhören zu spielen, ne? Jetzt muss ich die Katze mal hypnotisieren. Was, deine Katze? Ja, das ist eine fette Katze, die muss man hypnotisieren. Oh. Ich bin da runtergefallen. Wie hypnotisiert man die denn? Ja, dreimal darfst du raten. Ui. Ui. Ich probiere jetzt was. Ui. Boah, die geht Nein, ja voll ab. Nein, nicht die Katze. Nicht die Mama. Nicht die Katze. Nein, das wollte ich nicht. Bist du hypnotisiert, die fette Katze, indem du sie schwindelig machst? Das wird... Dann noch Schacht. Ich habe noch einen Luftschacht entdeckt. Oh mein Gott. So, ich mach jetzt mal einen Cut. Ich speichere mal. Cut! Okay, es ist im Bus. Oh mein Gott, okay. Spiel beenden. Vielleicht können wir noch eine halbe Stunde oder so später aufnehmen, wenn es wichtig ist. Okay, oh, ja. Okay, ich werde dann einfach mal ein Week drüber legen. Okay. Okay, ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Okay. Und tschüss. Tschüss.